Hallo zusammen, ich bin der Knack und ich habe wieder das Album hier in meinen Händen. Ich bin fast ein bisschen manisch die ganze Zeit, weil ich einfach wirklich so Freude habe. Das Teil ist draussen seit einer Woche. Ich sage, es ist wirklich mein bestes Album. Es hat geile Features drauf. Der Megalo hat es gestern gepostet. Der Song mit dem Paul Hofer hat den Clip noch verdammt abgegeben. Du hast es vielleicht schon geholt auf iTunes oder hast es im Laden gekauft. Und ich möchte einfach als erstes mal sagen, merci, merci, merci. Für alle, die mich supporten. Schau mal hier oben. 11'000 Leute, die gefällt mir haben gedrückt und mehr. Ich bin wirklich sehr stolz. Ich möchte gleich noch schnell etwas sagen. 11'000 Leute, die gefällt mir drücken. Ich sage jetzt einfach mal, wenn 11'000 Leute mein Album würden kaufen, dann hätte ich eine goldige Platte. Die ist jetzt bei 10'000. Und natürlich ist das mein Wunsch. Aber ich wollte jetzt gar nicht eigentlich den übertriebenen Wunsch äußern, sondern ich wünsche mir einfach, dass du die Message noch ein bisschen spreadest für mich. Wenn du wirklich mich seit Jahren irgendwie verfolgst oder das cool findest, was ich mache, wo du ein Konzert bist, bitte teile doch den Link, wo man meine CD bestellen kann, auf iTunes ganz einladen kaufen, erzähl deinen Kollegen davon, weil trotz meiner riesigen medialen Präsenz, wo ich riesig stolz drauf bin, bin ich halt immer noch gleich am Kämpfen. Es ist ein Single-Label, ein Indie-Label, wo wir damit arbeiten. Es sind kleine Kanäle, wir haben. Es sind nicht ein riesiges Ding. Und darum ist es sehr schwierig, die CD gleich gut zu verkaufen. Und einfach noch geschenkt zu den Charts, oder? Heutzutage bist du, ich sage jetzt mal, wenn 500 Leute meine CD haben gekauft, jetzt bis am Mittwoch, dann bin ich sicher irgendwann in den Top 20. Wenn 1000 sie gekauft haben, bin ich wahrscheinlich in den Top 10. Jetzt diese Woche haben noch der Xyver Naidu und Screens of the Stone Age Release. Und es sind schon noch zwei, drei grosse Künstler, die vor einer Woche released haben. Also es wird sehr schwierig. Aber trotzdem, das Schöne an dieser Situation ist, dass mit 50 verkauften CDs eigentlich schon extrem viel gemacht werden kann. Darum sage ich einfach mal, wenn du das Video jetzt siehst und die CD noch nicht hast, geh doch schnell auf iTunes, lass das an und wenn du es geil findest, kauf das, zieh das rein. Oder lauf mal im Laden vorbei, lass es rein, kauf es. Schau schon, dass sie aussieht. Wir müssen fast kaufen. Das ist eigentlich so ein mein Wunsch. Und einfach, dass ihr das noch wisst, ich werde nicht reich mit dem. Ich habe von der letzten CD habe ich jetzt insgesamt 3'500 verkauft. Das ist eigentlich noch viel für ihre Zeit, wo niemand mehr CDs verkauft. Ich habe dort einen Reingewinn von etwa 6'000 Stutz gemacht, den ich dann für mich habe bekommen. Das stimmt, nachdem ich alles andere habe gezahlt. Das war eigentlich dann schlussendlich der Lohn für meine Arbeit gewesen. Und ich verdiene ja mein Geld eigentlich nicht mit der Musik. Oder nicht nur, sondern auch mit anderen Sachen. Also einfach nur, damit es nicht so wirkt, als möchte ich mich bereichern. Ich möchte einfach, dass das Projekt, das auch die Mundart ist und viele junge, coole Leute dahinter stecken und natürlich auch mein Herzblut drin ist, dass von dem geredet wird, dass das in die Charts geht, dass du das kaufst, dass du die Message verbreitest, dass du das Konzert gehst. Das ist seit Jahren mein Wunsch. Darum habe ich auch das Video wieder mal gemacht, so nach einer Woche, wo das Album draus ist. Oh Gott, das ist schon 3 Minuten lang. Geh CD kaufen, wenn du einer von den 11'000 hier oben bist. Check's aus. Spread den Link, gang auf den Link, hier unten auf iTunes, kauf es, teilen. Ich hoffe, dass möglichst viele es teilen. Am Montag in der Sendung, kurz bevor nach der Charts-Einstieg kommt, mache ich nochmal ein Dankeslied. Endlich für all die Leute, die mir Fotos geschickt haben, dass sie das Album haben gekauft. Am Montag bei Knackentag machen wir einen riesen langen Song. Also wenn du dort noch was dazugehören und jetzt noch nicht bist, kauf dir die CD auch noch, gang auf iTunes, zieh das rein. Hat das überhaupt irgendjemand bis dahin geschaut? Wahrscheinlich nicht. Ist mir egal, ich gehe jetzt wieder Promo machen. Ich bin verkältet, ich bin ganz in Armen, du bist ganz geil. Draussen scheint die Sonne, ich bin am Drehen. Und irgendwie sehe ich noch muskulös aus mit dem T-Shirt. Gut, check's aus, Knackenbull, Picasso!